Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Vanishing of Ethan Carter, ein Mystery-Adventure-Spiel. Was ich vorneweg noch sagen möchte, es ist ab 16. Das heißt, wenn ihr unter 16 seid, guckt es euch nicht an. Es kommen übel zugerichtete Leichen und Zombies und verschiedene andere Sachen vor. Also, ihr seid gewarnt, guckt es euch einfach nicht an. Ich kann euch aber auch leider nicht hindern. Aber solltet ihr dann irgendwie bleibende geistige Schäden oder sonst was behalten, ist es nicht meine Schuld. Auf jeden Fall, ich habe den Anfang vom Spiel schon mal angetestet, damit ich nicht direkt von Anfang an ablose. Es wäre ein bisschen blöd im ersten Part. Die Atmosphäre im Spiel ist ziemlich unheimlich, aber die Grafik ist atemberaubend, wie ihr hier zum Teil schon sehen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung und nimmt dich nicht an der Hand. Das heißt, es ist eine Erzählung und zeigt uns nicht, was wir machen müssen. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Damit, was haben wir denn da, das endlich? Damit ist die Einführung vorbei. Wie ihr ja gesehen habt oder gehört habt, wir sind Paul Prospero. Jemand, der beauftragt wurde, Ethan Carter zu finden. Was ist denn hier noch? Naja, und auf jeden Fall würde ich sagen, wir sind ein Detektiv und suchen Ethan Carter. Oh Gott. Hier passiert doch gleich was, oder? Mir springt jetzt aber bitte nichts ins Gesicht. Hört das überhaupt mal auf? Ist ja wie bei Mario 64. Errungenschaft freigeschaltet, The Tunnel. Okay, sieht so aus, als wenn ich am gleichen Ort wie eben auch. So ist es eigentlich ganz egal gewesen. Na egal. Ja, wie ihr seht, spiele ich es über Steam. Was natürlich relativ leicht ist und ich benutze OBS, um es aufzunehmen. Damit kann man nichts machen. Oh, hab ich mich erschreckt. Was passiert hier? Da sind Knochen. Knochen überall. Vielleicht sind wir ein Detektiv, der mehr sehen kann als manche andere. Oh Leute, das ist jetzt schon so unheimlich, das Spiel. Noch mehr Knochen. Sieht aus wie ein Puzzle, das wir zusammenfügen müssen. Indem wir alle Fallen finden. Ich habe Angst, dass mir was passiert, wenn ich die Fallen aktiviere. Oh je, die Grafik. Das wird ein extrem gutes Spiel, das weiß ich jetzt schon. Also ich habe es angetestet, soweit, wie ich ja eben schon gesagt habe. Ich habe ein paar der Fallen hier gefunden, allerdings nicht auf der Seite, sondern nur auf der Seite. Und das war es auch schon, also mehr kenne ich noch. Oh, mein Herz. Man schreckt sich immer wieder davor, auch wenn man weiß, was passiert. Und das macht dieses Spiel auch so besonders. Oh.
Ich weiß nicht, ob ihr euch davor erschreckt, aber ich tue es ganz gewaltig. Es fehlt anscheinend noch das Mittelteil. Vom Puzzle. Wo kann das denn noch sein? Hier oben? Sieht nicht so aus. Ach, das ist eine Stromleitung. Ich dachte, das ist irgendein deformierter Baum oder so. Bridge closed, do not enter. Ich weiß nicht, ob wir darüber gehen sollen. Ich stürze hier nachher noch ein. Ich renne hier jetzt einfach mal so durch in der Hoffnung, was zu finden. Kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, mein Herz, Leute. Ich bin zusammengezuckt. Ach du Scheibenkleister. Hier sind ja überall Knochen. Irgendwie kriege ich Angst. Liegt ein Zettel. Ethan Carter. An old man came to the forest every day to drink sap from the trees. Moment mal. Hier haben wir doch eine deutsche Übersetzung. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte, dann fand er noch mehr Saft. Ein alter Mann. Sind das wir? Paul Prospero oder wie wir heißen? Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Flaschen. Zigaretten. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jomu, Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in 46 Old Ocean Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Deshalb sage ich immer wieder, Leute, nicht rauchen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. Jetzt habe ich mich ernsthaft vor dem Schmetterling erschreckt. Irgendwann ist einem auch nicht mehr zu helfen, glaube ich. Okay.
Also irgendwie, ich meine, die Musik ist jetzt weg. Wodurch das Ganze noch unheimlicher wirkt. Aber jetzt fehlt ein bisschen der Weg, wo wir weiter müssen. Stand hier nicht eben noch die Falle? Ist die Falle jetzt weg? Die Fallen sind anscheinend weg. Ich will da jetzt aber auch nicht nochmal hin. Wir werden jetzt einfach mal hier rüber gehen. In der Hoffnung, dass uns nichts passiert. Und dass die Brücke uns auffällt. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Also sind wir ein Detektiv, dessen Fall dies sein letzter sein soll. Soweit habe ich Jackie, aber irgendwie fehlt immer noch der Weg, wo wir jetzt weiter müssen. Jetzt haben wir wieder Musik, aber ob die so toll ist? Das ist ja das Blut. Kurbelwelle. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurbel? Was will das jetzt von mir? Hä? Es zeigt uns die Vision, wo die Kurbel ist. Also irgendwo am Fluss oder See. Das heißt, wir müssen die Kurbel finden. Hier kommen wir nicht weiter. Also ich bin ganz schön ruhig wieder mal, ich weiß. Aber mir ist das hier nicht so ganz geheuer. Ich bin kein Tastaturspieler, wodurch die Steuerung etwas... Ich weiß nicht. ...gewöhnungsbedürftig ist. Ich bin ja eigentlich Controller-Spieler. Ein Seil. Zerschnittene Fesseln, aufgeschnürt, gebunden. Kein Blut? Kein Blut, tatsächlich. Okay, jetzt können wir nichts mehr mitmachen. Das sieht ekelhaft aus, was jetzt kommt. Ich würde mal sagen, spätestens jetzt alle unter 16-Jährigen bitte aufhören zu gucken. Das sind abgetrennte Beine. Oh. Sollen wir der Blutspur folgen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hier ist ein Baumstamm. Was ist das denn? Ein blutiger Stein. Okay. Also irgendwie
Ich weiß nicht. Ist das gerade verdammt gruselig, finde ich. Benzin, Diesel, fallen gelassen, in Eile. Vertrocknetes Gras, stimmt, das Gras hier sieht sehr vertrocknet aus. Rechteckig. Lock. Das heißt, das zeigt uns immer an, in welche Richtung wir gehen müssen. Das heißt, hier muss die Lok hin. Was haben wir hier? Do not enter. Stein. Abdruck in der Erde, frischer Schmutz. Jetzt haben wir unseren Stein da angebracht. Aber was bringt uns das bitte? Folgen wir der Blutspur? Ja? Also, mir ist gerade ein bisschen mulmig zumute. Da liegt jemand. Mit abgetrennten Beinen. Aber wieso öffnet sich... da jetzt nicht die Vision? Hier geht's runter, da unten wird vielleicht die Kurbel irgendwo sein. Boah, wenn das die ganze Spielwelt ist, dann haben wir viel zu tun. Gucken wir ins... aha. Boah, das war jetzt echt ganz schön unheimlich, muss ich sagen. Ich habe hier ein Kloß im Hals. Klose. Ich bin auch kein Fußballfan, keine Sorge. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen gruselige Zeit. Ein bisschen Spaß ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Episches Spiel mit atemberaubender Grafik. Ich blick die Story noch nicht so ganz. Aber das sehen wir ja dann. In der nächsten Folge werden wir gucken, dass wir die Lok zum Laufen kriegen. Irgendwie. Und dass wir mit dieser Leiche noch irgendwas machen. Auf jeden Fall... habt einen schönen Tag und macht's gut, liebe Freunde.